Mein Name ist Monika Lauer. Ich bin Schulsozialarbeiterin am Thomas-Esser-Berufskolleg. Und das schon relativ lang, seit 1999. Privat wurden wir zum Glück relativ wenig betroffen. Allerdings ist die Schule ja sehr betroffen und hier ist ja mein Arbeitsplatz. Und ich wohne in Euskirchen und das heißt, wenn man sich die Stadt anguckt und durch die Stadt geht und die Stadt ist ja sehr zerstört, denke ich, jeder Mensch, der hier wohnt und jeden Tag damit konfrontiert ist, sich anzusehen, was hier noch an Schäden vorhanden ist, ist auch betroffen. Ne? Als die Flutnacht geschah, waren wir tatsächlich in Frankreich in Urlaub. Das heißt, wir waren gar nicht vor Ort. Aber uns hat dann abends um 11 Uhr eine Bekannte angerufen und sagte, hört mal, ich steh bei euch vor der Wohnung. Kann ich bei euch übernachten? Ich bin gerade aus Stotzheim geflohen. Das Wasser ist so hoch gestiegen, dass wir weg mussten. Ich bin völlig durchnässt. Ich kann nicht nach unten, da ist Wasser. Ich kann nicht nach oben, da ist die Straße gesperrt. Kann ich bei euch übernachten? Und wir hatten nachmittags schon mitbekommen, dass es wirklich sehr heftig geregnet hat. Und durch diesen Anruf haben wir tatsächlich verstanden, was passiert ist. Und dadurch, dass wir in Frankreich waren und Internetzugang hatten, konnten wir uns gut informieren. Und ich glaube, wir hatten sehr schnell sehr viel mehr Informationen als die meisten Menschen hier vor Ort. Weil für die war ja ein großes Problem, dass alle Informationsquellen ausgefallen waren. Die konnten das Handy nicht nutzen, die konnten Internet nicht nutzen. Die wussten teilweise überhaupt nicht, was im Nachbarort war. Die wussten teilweise gar nicht, wo Menschen, die ihnen lieb und teuer sind, wo die waren, weil die mit ihnen keinen Kontakt aufnehmen konnten. Das hat dann dazu geführt, dass wir früher aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Die Schäden, die hier entstanden sind, haben eine Dimension, die eigentlich so das übersteigt, was wir uns überhaupt irgendwie vorstellen können. Also ne, allein hier bei der Schule geht es wirklich um Millionensummen und das betrifft nur hier diese eine Schule, dieses eine Berufskolleg. Das ist ein Gebäude in dieser Stadt Euskirchen und diese Stadt Euskirchen ist ein Ort von ganz vielen Orten, die betroffen sind. Ich glaube, dass unser Kopf das eigentlich gar nicht wirklich hinkriegen kann, zu verstehen, was da alles zerstört worden ist, was das an materiellem Schaden bedeutet, aber vor allem auch, was das an Belastung für die Menschen bedeutet, die wirklich massiv betroffen worden sind oder die schlimmstenfalls tatsächlich auch Menschen verloren haben in der Flut. Ja, das haben wir in der Schule ja tatsächlich leider, leider auch. Wir haben einen jungen Mann, der in der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker war, der verstorben ist in der Flut. Und das ist einfach ein riesen, riesen Drama. Und das ist etwas, das ist so jenseits des Vorstellbaren. Das ist so unfassbar schlimm. Und er ist halt nicht der Einzige, sondern es sind ja wirklich eine ganze Reihe von Menschen ums Leben gekommen. Und es gibt ganz viele Menschen, die so massiv betroffen sind, denen die ganze Existenz davon geschwommen ist. Ne? Und die auch teilweise heute, nachdem wir ja wirklich viele Monate dazwischen haben, schon immer noch vor einem Scherbenhaufen stehen, ne? Wo einfach kaum was passiert ist, weil kein Geld geflossen ist, weil keine Handwerker da sind. Ja? Die immer noch in sehr, sehr schwierigen, eigentlich unzumutbaren Wohnverhältnissen leben.